Diese Sendung wird ermöglicht durch GNU Software. Diesmal bei GNU Funst. Werden wir in Zukunft Dateien nur noch mit GPG verschlüsseln? Oder ist ein Tor-Proxy doch einfacher einzurichten? Schaltet ein und findet raus, wie man anhand von Programmnamen erkennen kann, dass es sich um einen MPD-Klienten handeln muss. Plus HedgeWars 0919, das größte Miner-Release, das wir je gesehen haben. Und so viel mehr, den ganzen Monat, hier bei GNU Funst. Meinst du, die NSA guckt unsere Sendung? Herzlich willkommen zur siebten Sendung von GNU Funst. Nach kurzer Pause diesmal. Unsere Tontechnik ist in der Zwischenzeit etwas weniger professionell geworden. Wir haben zwei Mikrofone weniger, einen Audiotechniker weniger, einen Videotechniker und einen Künstler weniger. Wobei, das waren die drei Leute, das war eigentlich nur einer. Ja, und der will jetzt seine Filme ins Kino bringen und beim Berliner Kinokabarett, vielleicht bin ich in einem von den Filmen auch mal drin dann. Genau, ihr müsst aber von der Qualität her nicht wirklich was befürchten, so hoffen wir, weil alles war unter CC lizenziert und wir können das jetzt weiter nutzen. Genau, ja. Die ganzen Grafiken bleiben da. Nur die Mikrofone sind weniger geworden. Genau, das, was ihr hier so unscharf vorne erkennen könnt, das ist unser Mikrofon. Ansonsten machen wir eigentlich weiter wie immer und fangen an mit der Distribution des Monats. Und das ist Driskel Linux, Driskel GNU Linux. Und das ist ein Ubuntu-Derivat, sag ich mal. Ein Ubuntu-Derivat und natürlich auch eine von den FSF empfohlenen, ganz, ganz freien Distributionen. Hier seht ihr einen Desktop-Screenshot davon. Also die haben auch, trotzdem sie von Ubuntu abgängig sind, kein Unity als Desktop. Du hattest das gelesen, was hier... Genau, das ist GNOME 2 jetzt hier noch von der älteren Version. Und in der neuesten Version in der LTS 6.0, dort gibt es dann halt einen GNOME 3 Desktop mit einem Fallback-Modus. Und der sieht halt genauso aus, so ein bisschen. Außer so ein bisschen die Leiste ist nicht transparent. Aber das Look and Feel wurde erhalten. Genau, sie sind konsistent geblieben an der Stelle. So eine von den interessanteren Sachen ist vielleicht, das haben tatsächlich einige andere von den Distros, die wir schon vorgestellt haben, auch. Die benutzen den Linux Libre Kernel, aus dem halt alle Binary Blobs und der, der obfuscated Code rausgenommen sind. Also da sind die Regeln noch so ein bisschen strikter, was für Code rein darf in den Linux Libre Kernel. Wird halt von der lateinamerikanischen Free Software Foundation maintained. Ansonsten findet ihr auf so einer Distribution wie Driskel Linux natürlich auch Software wie MPD zum Musikabspielen. Oh, das war ein schöner, genau, das ist unsere Desktop-Applikation. Der Music Player Daemon ist den sieht man gar nicht ohne Client. Und das ist halt ein, Musik-Player-Daemon. Und an Namen wie NCMPCPP erkennt man auch gleich, dass das ein Client für MPD sein muss. Weil es einfach zu viele Buchstaben hat. Die klingen alle in etwa so. Das war der N-Curses Music Player Client +++, nicht wahr? Genau. Richtig gemerkt. Wir sehen hier vor uns. Ich hätte garantiert die Buchstaben für die Abkürzung hätte ich garantiert vertauscht, gut, dass du es gesagt hast. Genau, ist halt ein Frontend für den MPD. Auf der ersten Seite hat man gleich eine Hilfe, weil... Ist halt N-Curses. Genau, und da muss man alles mit der Tastatur bedienen. Es gibt wohl Mausunterstützung, aber das habe ich hier nicht ausprobiert. Genau, und danach Playlist-Übersicht. Da haben wir jetzt ein schönes Album von Musik, die Paul gerade so toll findet. Ich kenne ja nicht, ich muss gestehen, ich höre noch nicht so viel freie Musik. Dann natürlich das gesamte... Die Medienbibliothek wird vom Daemon verwaltet. Der Client gibt immer nur Einsicht da rein. Was also insofern ganz praktisch ist, dass man mit ganz, ganz vielen Klienten da ran kann. Dann Suchfunktionen hat man natürlich auch. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die diese Plus-Plus-Version von diesem Client auch hat. Die sieht hier ein bisschen hübscher aus, ja. Die sieht ein ganzes Ende hübscher aus sogar, die Suchfunktion, wo natürlich auch nach den ID3-Tags und so nach Metainformationen gesucht wird.
Genau, hier ebenso aus MP3s und aus... Die Spaltenvariante gibt es im NC-MPC auch nicht. Ja, schön. Dann hier nochmal die Playlist-Verwaltung und wie der MP... Die konfiguriert ist. Und eine schöne Uhr, das ist auch noch etwas Einzigartiges. Genau, und um jetzt mal zu beweisen... Der Bildschirmschoner für die fürs Thumbnail. Genau, um jetzt mal auch zu zeigen, wie das nun funktioniert mit dem... Mit der Wiedergabe. Genau. Das ist hier. Wir haben ja den Android-Client auch in den Startlöchern. Genau. Wir fangen erstmal an abzuspielen. Genau, mit Enter würde man abspielen. Ich habe aber vorhin pausiert. Spielt dann hier und man sieht. Natürlich CC-Mucke. Genau. In dem entsprechenden Android-MPD, also MP-Droid heißt das übrigens, kann ich nur sehr empfehlen, gibt es im F-Droid. Der Client kann jederzeit mittendrin einfach connecten und hat sofort alle Informationen über die aktuelle Playlist. Genau. Wenn ich hier Stopp klicke, ist dann auch wieder Ruhe im Karton und die beiden Clients sind halt synchron. Und die Musik, um darauf nochmal hinzuweisen, ist natürlich unter CC Attribution Share Alike. Findet ihr auf Yamendo und Triad ist ein Projekt von weltweit 20 Künstlern, die übers Internet kollaborieren. Auch ganz lustig. Ich glaube, das letzte Album hat man tatsächlich aus dem SVN ziehen können. Ganz, ganz nifty. Naja, Musik im SVN, ne? Sonst kennt man das nur von Code. Aber letztendlich ist es... für Binary-Daten eigentlich. Hm. Aber Merkur... Aber eine sehr offene Entwicklung von Musik. Hm. Und das ist ziemlich toll, was dabei rauskommt. Hört es euch an. Nur so nebenbei. Wir wollten ja auch mal freie Medien promoten. Genau, und als nächstes haben wir natürlich wieder eine Menge Nachrichten für euch. Also seid gespannt. Wir haben viele News heute und wir fangen gleich mal an mit denen vom letzten Monat. Letzten Monat hat die NASA mehr oder weniger entschieden, dass sie kein Windows mehr auf den Notebooks haben. Also die Station selber war ja schon auf viel Linux. Auf Mission Control und auf den, echten Systemen schon eine ganze Weile Linux. Ja, aber die ThinkPads, die da oben so mit rumfliegen, die rennen jetzt auch ein Debian. Debian 6, ne? Und auf der Erde haben wir inzwischen zeitlich schon Debian 7. Der eine oder andere hat das mitgekriegt, dass die... Das sind relativistische Effekte, müssen das sein. Stimmt. Okay. Die haben natürlich auch einen Roboter. Genau, sie kriegen einen Roboter. Und die Nerds bei der NASA haben den auch R2 genannt. Mal sehen, welche Version dann von dem dann auch so aussehen wird wie R2-D2. Oder der sieht ja schon wesentlich menschlicher aus. Ein bisschen Goldfolie fehlt noch, ja, aber die war vielleicht zu schwer. Blender hat einen neuen Freestyle-Renderer, den hat vielleicht der eine oder andere schon mitbekommen. Das ist eigentlich ganz geil raus. Ich habe noch nicht ausprobiert, mir ist das Feature bisher auch nur aufgefallen. Mhm. Und auch unser ehemaliger Videokünstler, der hat auch noch keine Zeit für diesen Freestyle-Render gehabt. Der meinte, er hat in seinem aktuellen Projekt noch keinen Anwendungszweck, aber er ist total fasziniert und würde ihn auch mal ausprobieren. Aber es gibt noch was anderes Tolles, was ja mit auch ziemlich in Mode ist. Ah. Es gibt eine integrierte Toolbox, die ist natürlich ein bisschen losgelöst, die muss man sich extra installieren, um Blender-Modelle für 3D-Drucker vorzubereiten. Ja, also, das ist tatsächlich tricky. Also wenn man zu so einem 3D-Drucker kommt, ist das die eine Sache. Das andere ist tatsächlich, 3D-Modelle druckfähig zu machen, also wirklich... Pfade drin zu haben, den so ein Drucker folgen kann und keine versteckten, doppelten Objektschichten, die irgendwie ineinander geschachtelt sind, drin zu haben. Also das muss schon irgendwie ordentlich, ein printfähiges Objekt muss schon ziemlich, anders gehen, schon spezielle Anforderungen. Also Stützen, dann mit was soll es gefüllt werden, mit welchem Muster, und es gibt natürlich da auch proprietäre Alternativen, aber dass das gleich hier mit Blender so mitkommt, schon eigentlich nett. Die Leute, die sowas haben, die modellieren schon in Blender. Also ich kenne einige, die wirklich Blender nehmen, um ihre Objekte zu machen, aber das hat bisher viel Handarbeit. Und jetzt ist die 3D-Printing-Toolbox da drin. Ja, das finde ich fast schon das spannendste Feature, fast noch irgendwie ein bisschen spannender als den eigentlich Freestyle. Schon, ja. Dann gibt es natürlich noch ein paar andere Sachen, die verbessert worden sind. Das hat was mit... Zeichnen zu tun in 3D-Objekten, dass nicht alles quasi so mehr oder weniger modelliert ist, sondern gezeichnet.
Und natürlich der allseits bekannte Cyclist-Render ist jetzt mehr oder weniger fertig und... Okay, man sieht auf dem Bild, auf dem Beispielbild, dass die Lichteffekte zum Beispiel, ja, dass Cycle jetzt anders mit Licht umgeht als der interne Renderer. Mehr näher an der tatsächlichen Physik, wie wir sie alle kennen, dran, was Licht angeht und Formen und Oberflächenreflexionen und sowas. Wie wir sie alle so kennen. Ja. Ja, und da gibt es natürlich noch ganz viel Zeug und natürlich auch wieder ziemlich viele Bugs gefixt, wie das eben so üblich ist mit einer neuen Version. Aber auch in einer neuen Version werden neue Bugs drin sein. Intel. Genau. Ah, es gibt ja, wir hatten letztes Mal Sailfish OS, ne? Auch eine Migo-Erweiterung. Migo ist ja mehr oder weniger tot. Aber es gibt auch noch Tizen und Tizen ist so ein Intel-Projekt und die haben auch von Migo geerbt und haben das mit der GNOME Shell verheiratet, nennen das dann ganze Tizen Shell. Ja, also. Ja, man sieht, was ist das jetzt? So ein Tablet oder so ein Ultra? Ja, ein Ultrabook steht da. Sie bezeichnen ein Ultrabook, das ist nicht näher spezifiziert hier. Die haben das vorgestellt auf einer Entwicklerkonferenz von denen, genau zu diesem Projekt im Mai dieses Jahr. Ja, und die zeigen halt so, dass man HTML5-Widgets da... ja, das noch dazu zu sagen, also dass das wie MIMO das ja schon konnte, im Prinzip auch native GNOME-Anwendungen anzeigen kann. Also wahrscheinlich... Hier ist die Kompatibilität anders. Man möchte, dass die Tizen-Anwendungen ohne weitere Anpassung einfach auf dem Tizen, auf der Tizen-Shell laufen. Das war bei MIMO ja schon der Fall und dazu kommt halt noch eine eigene HTML5-basierte API, um Applikationen anzuzeigen. Genau. GNOME-Widgets werden dadurch mehr oder weniger eingeführt, wenn man so will. Weil die müssen ja irgendwo laufen, diese HTML5-Anwendungen von Tizen. Genau. Dazu gibt es dann auch schon das erste Tablet. Es gibt einen japanischen Hersteller, der Tizen Shell System rausbringen möchte. 10 Zoll. Ja, bleibt spannend, ob es irgendwann was auf dem deutschen Markt in der Richtung gibt. Es sieht zeitgemäß aus, ja. Also ein Quad-Core-ARM-Prozessor. Full HD, das ist Full HD, die Auflösung. Das ist etwas mehr. Das ist schön, ja. So wie der Monitor hier. Ja. Dann gibt es an der Raspberry Pi Front natürlich wieder eine neue Distribution, die aufgesprungen ist. Ja, genau. Fedora. Ich hoffe, wir nicht. Wir haben mal wieder Fedora News drin, werden, das passiert noch. Wir müssen noch über Fedora sprechen, aber mein Gott, gehört halt dazu und. Fedora. Ja, das Logo fällt mir jetzt erst auf, hübsch. Ja, das ist ganz nett. Das ist auch von deren Design so ziemlich inspiriert, wie wir das haben. Sehr nett. Überleitung gleich. Zu Onion Pie. Genau, ich glaube, das haben mittlerweile alle gemerkt. Also wenn ich irgendwie alle Leute, die uns gesagt haben, dass die Amerikaner uns überwachen und die so Aluminiumhüte aufhaben und uns ein bisschen suspekt vorkommen. Also, ja, sie hatten alle recht. Das... Mehr oder weniger ist rausgekommen, ja. Und es gibt eine einfache Möglichkeit, zum Beispiel für Leute, die einen Kaffee haben und ein offenes WLAN anbieten wollen und die Privatsphäre ihrer Kunden schützen wollen, so einen Access Point mit so einem Onion Pie aufzusetzen. Genau, das ist schön. Das ist Tor in der Plug-and-Play-Variante. Finde ich eigentlich, ist eine ziemlich coole Idee. Also es gab ja irgendwie schon mal so ein paar Tor-Installer und so, die versuchen, die Tor-Einrichtung auf dem eigenen Rechner ganz, ganz einfach zu machen. Wenn wir ehrlich sind, so richtig einfach wurde das bisher nicht. Und ein Stück Hardware in der Hand zu haben, was ich irgendwo reinstöpseln kann, das gefällt mir eigentlich. Das ist ziemlich... Das geht dann nicht nur für meinen eigenen Rechner, sondern auch für einen Besuch, den ich irgendwie in der Wohnung habe. Der wird immer durch Tor geleitet, ohne irgendwas installieren zu müssen. Genau. Und gerade sind sie ausverkauft, nicht? Ja. Steht das da? Ja, out of stock. Ja. Man muss auch darauf achten, man muss natürlich den Raspberry Pi benehmen, der eine Netzwerkschnittstelle hat. Also ich glaube nicht, dass man unbedingt den kaufen muss. Ich denke mal, die werden das sowieso auch irgendwo haben. Eine Netzwerkschnittstelle, das haben doch alle... Es gibt eine Raspberry Pi-Variante ohne Netzwerk, sondern hat nur USB und da gibt es. Ich glaube, die gibt es im Moment, glaube ich, auch nicht. Aber wenn man natürlich genau dieses Gehäuse haben will, am sichersten ist sowieso, wenn ihr euch das selbst bespielt, das wissen wir ja.
nachdem wir Wayland immer noch so ein bisschen auf dem Schirm hatten. Wir wissen, der GNOME Desktop fängt schon an, einen Wayland Compositor zu integrieren. Und an der KDE-Front fängt man, also auch geht es halt auch langsam los, dass Kvin Wayland fähig gemacht werden soll. Was wir hier sehen, ist ein erstes Demo-Video, in dem ein Kvin auf einem X11-Server hochkommt und Applikationen gestartet werden und dann über ein Wayland-Display die gleiche KDE-Session aus dem Kvin wieder auf den Schirm geholt wird. Genau, wir sehen gerade, wie Westen gestartet wird. Also der Blog-Eintrag erklärt so ein bisschen was zu den Technologien dahinter. Und ich würde sagen, im Moment haben wir noch ein Stück zu gehen. Also Wayland wird vor allem als Ausgabetreiber vom Window Manager verwendet und kann zum Beispiel selbst noch keine Wayland, Wayland-Klienten aufnehmen kann. Die geht sozusagen von der anderen Seite ran mit der Entwicklung. Und ja, vielleicht ergänzt sich das auch mit den Technologien. Das sagtest du ja, die GNOME bisher entwickelt hat, weil GNOME geht genau von der anderen Seite ran. Genau, mit der GNOME Shell als Wayland Compositor und mehr so den Fokus auf richtige Wayland Clients. Ich bin auch gespannt, wie sich das am Ende ergänzen wird, und ich finde auch gut, dass sie alle an einen Strang ziehen, mehr oder weniger, einer von oben, einer von unten. Mhm. Super Sache. Gibt immer viel harte Themen, jetzt gehen wir ein paar weiche Themen, mal ein bisschen was zu spielen. Und es gibt... Ich habe nicht mehr gesehen, ja. Wobei, jeder kennt vielleicht den Wormux. Wormux kennt man, Hedge Wars kennt man auch, aber wir vielleicht, haben vorhin... Vielleicht nicht so gut, genau. Wir haben vorhin ja schon so ein bisschen reingeschaut, also das ist schon ziemlich bunt geworden. Ja, aber wir müssen es einfach zeigen, weil es gibt da natürlich ein neues Feature, und ehrlich gesagt ist es auch, muss man mit deinen Worten zu sagen, eine richtige Feature-Sau. Es gibt einen Freezer. Ich spiele jetzt mal ganz kurz gegen mich selbst, aber ich nehme mal eine andere Map hier, das ist mir zu krass. Die hier. Und also ein total, oh Gott, sind das Noten, die da vom Himmel, ach, die ja. Süß. Ein total detailverliebtes Spiel, auch die Männchen sehen alle verschieden aus. Und genau, jetzt muss ich mal hier den Freezer suchen, wo ist er denn? Ich hatte mal auf vorne eingestellt, jetzt ist der nicht mehr da. Ja. Also das siehst du ihn? Nee. Nee, das ist hier zum Hin- und Her-Beamen. Also, wer Wormux kennt, der kennt auch das Spiel mehr oder weniger. Ja, nicht sich selbst. Ja. Ansonsten, ich meine, wenn jetzt der Freezer gerade nicht auslösbar ist... Es ist alles viel wilder, viel bunter geworden. Ja, ja, das war leider dann zu weit weg, außerhalb, oh, da ist was passiert. Ja, ich könnte eigentlich stundenlang hingucken, wir müssen uns jetzt irgendwie zusammenreißen, nicht? Ja, wir müssen uns wirklich zusammenreißen. Hier, guck mal, noch die eine Explosion hier. Nein, wieder springt. Ja. Tja, wenn ich gegen mich selbst spiele, dann neige ich immer dazu, mich nicht selbst zu treffen. Okay. Süß. Also, ja, wenn wir das mal ganz kurz einfach zu Hause selber installieren. Ist in Arch gerade die Version da? In Debian ist leider erst 9.17 und in das Fedora Vault wollte man eigentlich nicht mehr sagen, da ist 9.18 gerade aktiv. Mhm. Und die sind alle leider nicht kompatibel. Ja. Das heißt, wenn man im Netzwerk miteinander spielen will, man muss dieselbe Miner-Version benutzen. Aber man kann es auch an einem Rechner spielen. Genau. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Man kann es auch online spielen mittlerweile. Das ist auch so ein Feature. Da sieht man in diesem Screenshot, sieht man mal, wie der Freezer, den hätte ich, wollte ich eigentlich zeigen. Man kann Teile der Karte einfrieren und dann rutschen Leute da runter, oder? Genau, die rutschen dann runter. Wenn die gerade so auf der Kante sitzen, dann kannst du jemanden so ins Wasser pumpen lassen. Du kannst auch Wasser einfrieren lassen, was ich noch nicht ausprobiert habe. Und dann können die nicht mehr ins Wasser fallen, was auch nett ist. Aber nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Runden, ist das Wasser wieder, ist das Eis wieder aufgetaut. Oder Tonnen und gegnerische. Ich glaube, wir müssen nachher noch ein bisschen zoppen. Ja, ich glaube auch. Geh mal weiter. Wir bleiben ein bisschen so bei so visuellen Sachen. Ardour ist eigentlich ein Sound-Editor, DSP. Ne? Und es gibt halt auch den Bedarf, Videos mit Ton zu synchronisieren. Davon habe ich am Rande gehört, ja. Ja, das gibt es. Das kennst du vom Kinokabarett vielleicht, von den Leuten, die das zusammenschneiden. Ich glaube, es gibt da so zwei Typen, die so eine Sendung machen. Ja, und dann gibt es uns, die so eine Sendung machen, wobei wir machen das immer noch auf dem
alten Weg. Ich importiere die Sounddateien im Blender und rendere sie dann gemischt wieder raus. Das ist auch ein schöner Weg, um... Genau, Ardour wird kein Videoeditor, das sagen sie ganz klar, sondern sie führen ganz viel Funktionalität ein, um Video zu vertonen ordentlich. Genau, man kann natürlich dann auch gleich muxen, das, was man dann halt das Video gleich mit dem Ton vermuxen, da ist ja auch kein Qualitätsverlust drin. Man bleibt halt bei dem originalen Videoformat und fügt einfach den Sound hinzu. Das Schöne ist, dass halt alles synchron ist. Man hat halt Jack als Demon, der das alles synchron hält. Ja. Eigentlich nifty. Schön. Ja. Kommen wir mal wieder zu einem etwas bitteren, ernsteren Thema. Der Adblock, also wäre es nur, ja, genau. Da ist ganz viel über die FSFE-Liste gegangen, was ich gelesen habe. Und ja, ich weiß gar nicht, wie viel Presse das sonst so gemacht hat. Adblock ist halt ein sehr beliebtes Firefox-Plugin und ehrlich gesagt, also ich bevorzuge ja immer so die kleinen Adblocker, die irgendwie in Epiphany oder Recon schon so mit drin sind. Und wenn da irgendwie so ein ganz, ganz schwer beworbenes Mega-Adblock-Plugin ist, irgendwas muss ja da faul sein, nicht? Wenn es ist. Aber keiner hätte das je gedacht, dass das auf einmal. Also, es war schon ein ganz schön langer Blogartikel und der hat sich schon ganz schön interessant gelesen. Darüber, inwieweit die Adblock-Entwickler, die mittlerweile mehrere Angestellte haben, inwieweit die tatsächlich mit Werbeunternehmen zusammenarbeiten, um halt bestimmte Werbung doch einblenden zu können. Und generell, was hatten sie noch? Sie hatten ein Netzwerk aus mehreren Vergleichswebseiten aufgesetzt, um die als Werbeblocker immer Adblock Plus empfohlen haben und genau. solche Späßchen, ja. Die waren natürlich zu den eigenen Gesellschaftern immer wieder zurückfolgbar, ne? Und ja. Da wird man dann schon hellhörig, was passiert da eigentlich. Das ist dann auch nicht mehr unabhängige Beurteilung eines sehr gut effizienten Adblockers, ne? Aber wie du schon meintest in der Vorbesprechung, davon, was ist an einem Adblocker so viel zu machen? Ne? Also, sie haben davon geredet, dass Acceptable Ads, also die akzeptablen Werbeanzeigen, in einem Community-Forum wieder ausgehandelt werden, dass man dann die Gemeinschaft darüber bestimmen kann, welche Werbung doch angezeigt wird. In Wirklichkeit war das mit der Community leider nicht so weit hergeholt und die Acceptable Ads werden wahrscheinlich doch eher von den zahlungskräftigen Unternehmen entschieden. Also es ist schon ziemlich strange, was da abgeht. Und für sowas Profanes wie einen Werbeblocker, ja. Es gibt Alternativen, es gibt einen Fork von Adblock Plus, Adblock Edge, der hat an einer früheren Version, als es diese Whitelist noch nicht gab und auch dieses Vertippen von Links, dieses Feature auch nicht gab, was ja auch Affiliate-Links von Shops auch überschreiben kann, hat es nicht und benutzt die gleichen Listen. Also wenn man Firefox benutzt und nicht sowas wie Epiphany, die das alle schon, oder wie heißt der, Conqueror, die das schon eingebaut haben, dann ist Adblock Edge eine ziemlich gute Alternative. Also was ich mich vor allem frage, ist, wie das Mozilla-Projekt darauf reagiert, weil ich meine, gut, schlechte Software schreiben oder Software, die nicht so gut ist, das kann jeder, dass sowas irgendwo im Internet landet, ist nichts Ungewöhnliches, aber es wurde halt bei den Mozilla Add-ons immer sehr schwer beworben als eines der beliebten Add-ons und da frage ich mich schon, ob Mozilla da nochmal eingreift. Also auch GPL-Software ist keine... Das ist nicht automatisch brav und lieb. Nee, ja, klar. Genau. Ja. Die FSFE entdeckt eine Verletzung, eine GPL-Verletzung bei Funtek. Bei Funtek, ja. Ich glaube, du hast selbst zwei Funtek-Geräte. Genau, ich habe ein kleines RAID, ein Hardware-RAID und einen normalen Wechselrahmen für eine Festplatte. Mhm. Und die Linux-Unterstützung ist halt großartig. Und jetzt das zu lesen über eine Firma, von der ich gar nicht wusste, dass sie so bekannt ist. Ich erstmal, ja. Erstmal, okay. Okay. Die FSFE hat halt den Hacking for Compliance Workshop veranstaltet vor einer Weile. Oder einen solchen Workshop. Es geht darum, die GPL erlaubt es ja jedem Hersteller, Code zu benutzen und weiterzuentwickeln und zu vertreiben.
erfordert aber auf der gleichen, in gleicher Weise, dass ein Hersteller, der Code verändert, die Veränderung auch wieder bereitstellt. Und Funtech hat das gemacht mit IP-Tables und Netfeeder, hat diese Komponenten vom Linux-Kernel verändert und war dann aber ein bisschen, ja, im Prinzip schlampig beim Weitergeben des Quellcodes. Also sie haben den von allein nicht online gestellt, gut, das macht auch nicht jeder Hersteller. Und sie haben daraufhin eine Anfrage gekriegt von Harald Welte, ob sie diesen Quellcode mal rausgeben würden. Und dann hat Funtech wohl auch Quellcode geschickt. Das war aber nicht der tatsächlich, nicht der Quellcode zu den Binaries, die tatsächlich ausgeliefert wurden. Und irgendwie hat Funtech das nach und nach immer mal wieder verschlammt. Und daraufhin hat halt das GPL-Violations-Projekt oder hat Harald Welte mit Hilfe des GPL-Violations-Projekts Funtech verklagt und vor Gericht gewonnen, im Wesentlichen in einem Urheberrechtsstreit. Also das ist eine ganz interessante Sache, weil wieder mal bestätigt wurde, dass die GPL in Deutschland auch gültig ist, auch rechtskräftig ist. Und dass das Urheberrecht an der Stelle, wie es ja im Prinzip so die Idee von Richard Stallman war, in der Seite die Freiheit von Software schützt. Und dazu muss man sagen, was halt auch die Einschätzung von GPL-Violations ist, Funtech hat sich eigentlich diesen Code nicht irgendwie absichtlich versteckt, sondern sie waren einfach, sie haben es einfach verschlampt, den rauszugeben und auch nach mehrmaliger Aufforderung das nicht geschafft, von ihrem eigenen Zulieferer mal den Quellcode abzufragen. Klingt eigentlich ein bisschen tragisch. Ja. Haben die denn mittlerweile den Code veröffentlicht? Sie wurden jetzt ja im Prinzip gerichtlich dazu gezwungen. Also nachdem die einfachen Aufforderungen mehrmals nicht gereicht haben. Okay, ja, wenn da auch nichts Fragwürdiges in den Patches drin sind, sondern nur Verbesserungen, dann geht es ja jetzt mittlerweile. Genau, für den Endanwender ist es zumindest schon mal. Okay, für die Entwickler ist es vielleicht dann trotzdem immer noch so, hoffentlich passiert es nicht nochmal. Ja, das ist natürlich für einen Entwickler, da wäre ich auch so ein bisschen geknickt, also wenn der Code auf die Weise im Wesentlichen ja gestohlen wird, tatsächlich, das geht auch mit freier Software, ja. Kommen wir mal zu etwas neueren. Wir haben eine neue Distribution in die News aufgenommen. Eine neue Distribution, nicht, aber für uns neu. Genau. Knoppix, eigentlich so das Schlachtschiff unter den Live-CDs, hat wieder ein neues Release draußen, diesmal auch öffentlich zum Runterladen und nicht nur über die CD erhältlich. Und wie in jedem Knoppix-Release bisher gibt es wieder unheimlich viel Desktop-Software da drin, die vor allem auch sauber vorkonfiguriert ist. Also das Schöne an Knoppix war ja, das ist halt immer wirklich was zum Vorzeigen, dass bootet durch, man hat einen Desktop vor sich, man kann irgendwie alle Software starten, ohne dass komische Fehlermeldungen aufpoppen. Das ist einfach ein sehr, sehr schön vorkonfigurierter Live-Desktop. Was ich spannend war, was ich von Knoppix noch nicht wusste, dass gerade die Unterstützung für Menschen, für Sehgeschädigte ausgezeichnet ist, ja. Genau, zur Knoppix Live CD gehört halt auch der Adriane Desktop, der komplett ohne Bildschirm betrieben werden kann. Ja, sieht man hier, dass zum Beispiel ein Scanner liegt, wenn man Post bekommt, kann man die sich vorlesen lassen oder über diese Braille-Tastatur mehr oder weniger anzeigen oder erfüllen lassen können. Genau, der Adriane Desktop kommt zum Beispiel standardmäßig mit einem Text-Webbrowser. Der Text halt auch auf dem Braille-Terminal anzeigt oder auch vorlesen kann. Und davon abgesehen ist Knoppix halt auch für die Benutzung am Bildschirm extrem spannend als Live-CD, weil halt wirklich unheimlich viel Software drauf ist. Ich glaube, da stand irgendeine Zahl in Gigabyte, was wir auf der CD haben. Genau, ich denke mal, der Kompromiss ist dann der Window-Manager selbst, das ist dann LXDE. Das ist LXDE, aber auch GNOME und KDE müssten noch nach wie vor zur Verfügung stehen. Also, das ist ja der Witz. Ja. Nett.
beim Linux-Kernel gibt es auch wieder mal ein paar neue Open-Source-Treiber und diesmal kamen sie mal von AMD. Mhm. Von AMD hat 165 Patches, steht hier beigesteuert, um das Power-Management von seinen Radeon-Karten in den Griff zu bekommen mit dem freien Treiber. Bisher lief das immer nur mit dem proprietären Treiber gut und dann lief wieder der proprietäre Treiber selbst so lala. Und jetzt ist das Power Management das ordentliche in den freien Radeon-Treiber reingewandert, dank AMDs Zuarbeit selbst. Nett, ich habe keinen AMD, aber... Was ist denn das da für ein Link? Klick mal da drauf. Hast du schon? Habe ich schon, weil ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Linus hat es ja gesagt, ne? Er wird sich was einfallen lassen. Ne? Er wird sich aus der Entwicklung zurückziehen und jetzt steht er daneben und schüttelt den Kopf über das, was alle anderen Kernel-Entwickler außer eher alles verkehrt genau. machen. Er wird sich keinen Code mehr einfallen lassen, ja, aber er wird sich was einfallen lassen. Er wird sich neue Beleidigungen einfallen lassen für euch, eure Mutter und den euren verstorbenen Hamster. Ja. Das hat er angekündigt. Weil er irgendwie wohl unzufrieden ist mit den neueren Linux-Releases. Ja, insbesondere 3.10 RC5. Genau. Was soll aus dem Kernel auch wohl noch werden ohne ihn? Unglaublich. Naja, er ist ja noch da, und also mehr oder weniger, und schaut drauf und vielleicht helfen ja die Beleidigten. Für uns, es ist immer wieder lustig, also wenigstens dafür reicht es. Ja, das soll es mit den Nachrichten für diesen Monat oder sagen wir mal die letzten 2 Monate gewesen sein. Wer es vielleicht noch nicht gesehen hat, es gab auch Neuigkeiten, die wir über die GNUs über Linux-Tag gesendet haben. Da könnt ihr gerne nochmal reingucken, die meisten haben es schon gesehen. Wir bedanken uns auch an dieser Stelle nochmal für diese ganzen vielen Views. Unglaublich. Absolut, ja. Ja. Aber wir haben ja natürlich auch, weil das Thema ja auch sehr brisant ist, noch was im Test für euch. Aus aktuellem Anlass möchten wir mal so ein paar GPG-Utilities vorstellen, die in den grafischen Desktop integriert sind. Wir sparen uns das jetzt mal in der Sendung, GPG komplett zu erklären. Also wenn ihr ein gutes Tutorial dafür habt, dann postet das mal in die Kommentarsektion von dem im YouTube-Channel hier. Und alle anderen Leute können sich das dann vielleicht durchlesen, die sich einarbeiten möchten. Genau, es geht auch nicht bei uns jetzt auch nicht um das Warum, sondern nur das Wie kann genau. Ich GPG für mich nutzen zum Dateienverschlüsseln. Erstens wolltest du einen Schlüssel generieren, nicht genau. wahr? Ich muss mir natürlich vorher noch einen Schlüssel generieren. Ja, GPG GenKey, praktischerweise noch in der History Cheater. Ja. Dann nehmen wir auch nicht so einen langen Schlüssel, damit wir in der Sendezeit bleiben. Ihr nehmt natürlich einen langen Schlüssel. Ihr nehmt natürlich einen Don't Do This at Home, ja. So, dann seht ihr auch, wie lange das braucht, so einen Schlüssel zu generieren. Soll in unserem Fall jetzt auch nie verfallen, ne? So. Und unsere E-Mail-Adresse, die kennt ihr vielleicht auch schon. Könnt ihr ja dann schreiben, was ihr dann halt noch gerne gewusst hättet. Mhm. Das ist dann fertig und los geht's. Er fragt natürlich dann noch nach einem Passwort für den Schlüssel. Genau, das ist der GPG-Agent, der mit dem richtigen GNOME-Passwortfenster hochkommt an der Stelle. Und jetzt kannst du irgendwie den Maus schubsen, damit er so ein bisschen eine Quelle von Zufallsinformationen bekommt. Einfach, wenn ihr nicht wisst, was Interfi ist, einfach auch mal nachsuchen und einen Link schicken. Und also, genau. Dann wissen es die anderen auch. Und ich habe das Wort extra nicht benutzt. Na. In Cleopatra geht das auch. Ich habe hier jetzt schon einen Key generiert für die Sendung. Wenn er sowas macht, in Cleopatra wird alles als Zertifikat bezeichnet. Das ist halt der Certificate Manager. Also einen Key würdet ihr generieren auch hier mit New Certificate, Create a Personal OpenPGP Key Pair. Das ist auch in alle Sprachen übersetzt, glaube ich, aber ich benutze einen englischen Desktop. Ja. Name, E-Mail-Adresse, Kommentare, das Übliche, das habt ihr gerade gesehen. Man kann auch hier nochmal die Verschlüsselungsalgorithmen einstellen. Wollen wir RSA, wollen wir DSA und so weiter. Expiration Date und so fort. Mache ich jetzt aber nicht, dann muss ich nämlich auch noch die Maus bewegen hinterher.
Wie weit ist er bei dir? Er ist immer noch dabei. Wenn du an mich dann nämlich eine Datei schicken willst, die du verschlüsselst, dann brauchst du ja meinen öffentlichen Schlüssel. Genau. Und dann, den sollte ich genau, erstmal... Reich den mal rüber. Genau. Sollte ich mal exportieren. Genau, ein Rechtsklick auf den Schlüssel reicht, um das Menü aufzumachen. Ich könnte ihn auf den Server exportieren, das ist jetzt aber nur ein Key für die Sendung hier. Dann liegt da noch ein Key auf den Key-Servern. Also ich habe natürlich meinen Schlüssel auf Schlüsselservern exportiert. Könnt ihr euch auch einfach runterladen. Ja, aber den exportiere ich jetzt als Datei. Paul ASC ist gerade passend. Der genau. müsste jetzt in unserem Share-Ordner liegen. Genau. Das ist jetzt super einfach hier gerade unter GNOME mit Seahorse. Ich brauche bloß Doppelklicken und dann sagt er mir schon, dass er ihn importiert hat. Ich finde Doppelklicks ja immer furchtbar kompliziert. Ja. So, da ist er dann auch schon. Ne? Mhm. Was ich natürlich jetzt noch machen muss, um später auch nutzen zu können, ich muss das Vertrauensverhältnis einstellen. Ne? Genau, sonst meckert PGP jedes Mal, da wird was verschlüsselt genau. mit einem Schlüssel, von dem ich gar nicht sicher bin, ob das genau. überhaupt. Ja. Mindestens geringfügig, weil ich habe ja gerade vernommen, dass das ein Key ist für die Müllhalde. Ja, also werde genau. ich noch nur geringfügig vertrauen. Allerdings. Der fliegt wahrscheinlich dann wieder raus, ungültig. So, habe ich jedenfalls gemacht. So, und hier da, in der Zwischenzeit ist mein Key auch fertig geworden. Fertig Schön. Geworden. Und nun kann ich doch mal eine Datei, die letztendlich auch schon unverschlüsselt verfügbar ist, auf dem Netzlaufwerk. Hier, ja. Aber genau, verschlüssel sie mir mal. Verschlüsseln wir mal. Und da gibt es auch noch so eine schöne Extension für Nautilus oder für Seahorse. Man muss es halt dann immer abwägen, für welches Programm ist es. Mhm. Jedenfalls integriert es Seahorse in Nautilus und dann hat man hier so noch so ein Menü, verschlüsseln. Dann kann ich hier meine Identität und Pauls Identität auswählen, auch signieren, abschicken. Dann fragt er mich natürlich richtigerweise nach dem Key, um ihn freizugeben, damit er verschlüsseln kann. So, und schon liegt da eine PGP-Datei. Screencapture.txt, PGP, okay. Ja, auch im Kontextmenü habe ich hier wieder... dieses... entschlüsseln und verifizieren. Im Prinzip straightforward, der Dialog, decrypt, verify, jetzt braucht er meinen Passphrase. Genau, er braucht jetzt nicht meine Passphrase, sondern seine eigene, weil ich ja auch die Datei gegen seinen öffentlichen Schlüssel verschlüsselt habe und ja, genau. Er fragt jetzt, ob er die überschreiben will, weil die mit dem Namen schon existiert. Ja, ist ja schon... Nee, da denken wir uns einen neuen Namen aus. So, deswegen nennen wir die jetzt einfach mal um hier. Und UTXT GPG. Mein Passwort ist richtig. Gerade hatte ich sie noch. Genau, ich habe deinen öffentlichen Schlüssel nicht importiert, ich kann also die Signatur nicht checken, aber ich kann jetzt immerhin wurde die Datei verschlüsselt, entschlüsselt. Genau, ich kann auch sehen, ob das wirklich der Text ist, den man da entschlüsselt hat. Ich öffne einfach mal. Genau. Und da sehe ich halt auch das, was ich mal verschlüsselt habe. Was ist jetzt? Das war die erstbeste Datei, die du finden konntest. So haben wir mal versucht, übrigens unser Screen Capturing gemacht. Ja. So, ich kann das andersrum. Nee, ich habe deinen Schlüssel noch nicht. Kannst du mir. Hast meinen Schlüssel noch nicht. Kannst du deinen öffentlichen exportieren? Ich kann natürlich meinen öffentlichen auch exportieren. Gehe ich hier rauf. Details. Exportieren. Und kopiere den natürlich dann auch dorthin. Da ist dann GNUFUNST. Genau. ASC. Und dann ist er da. Hier ist er. Jetzt muss ich den bestimmt importieren können. Ja, mit Cleopatra öffnen. Also ihr seht, selbst wenn man sich für KDE oder GNOME entscheidet, man ist da nicht gefangen irgendwie. Die Tools sind auf beiden Desktops ziemlich gut integriert. In jedem Fall GPG, was hinten dran ackert. Ja, jetzt müsste ich eigentlich genau Imported Certificate von GNUFUNST und jetzt müsste ich dir auch mal irgendwie das erste 50 Megabyte Screen Capture verschlüsseln können. Encrypt, ja,
Genau, ach, verschlüsseln und signieren, nehmen wir es mal. Ich kann ganze Ordner gleich in ein TAR-Archiv packen lassen. Bei einer einzelnen Datei macht das nicht so viel Sinn. Ja, das geht an GNU-Funst, genau. Und ich glaube, hier geht es um die... sortiere mir das in diesem Encryption-Dialog nach unten sozusagen. Sage, welche Adressen verschlüsselt werden sollen. Zu GNU-Funst. Man sieht schon ein bisschen einen Unterschied, weil die Schritte, die zu einer verschlüsselten Datei unter KDE führen, sind halt viel granularer, damit man mehr entscheiden kann, wie was passieren soll damit, und das ist hier genau, wie das immer ein bisschen so ist. Anders gelöst. Ich glaube, das Importieren das hier, fand ich hier hübscher. Also ich kann exportieren, importieren kann ich mit einem Rechtsklick, ja. Signing and Encryption succeeded. Und jetzt müsste ich dir ja Capture, OGV, GPG hier rüber kopieren können. Kopiert wahrscheinlich noch. Das gut. Das kann ein bisschen dauern. Genau. Doch ein bisschen. Können uns ja mal diese GPG-Dateien angucken. Also was ich hier habe, das ist genau der normale GPG-ASCII-Output, also Public Key Block. Und bei dir. GNOME macht es nämlich auch gleich einfacher, den Private Key zu exportieren, den du mir jetzt gegeben hast. Das war natürlich nicht so gut. Ja, also komm, jetzt müssen wir bei dir nochmal suchen, wie du wirklich den Public Key nicht. Macht das nicht. das wäre ja wirklich mal interessant, wie das geht. Also, ehrlich gesagt, ich fände es viel besser, wenn ihr es für uns rausfindet. Weil das haben wir uns vorher nicht angeguckt. Und also, ehrlich gesagt, habe ich bis eine jetzt böse Schelte ans GNOME-Projekt, wo man sowas aus Versehen macht. Genau, das ist nicht so schön. Exportieren, vielleicht fragt er dann. Nee, das erzählt ihr uns mal. Genau, wenn ihr das dann halt auch bis an diesen Sendung nicht rausgefunden habt, dann recherchieren wir natürlich. Ich möchte das natürlich wissen, ich bin GNOME-User. Ja. Aber wir haben es getestet, ja, und leider ist Seahawks an dieser Stelle durchgefallen. Das war irgendwie alle der Prism-Überwachung übergehen aber können. Aber mach mal, ich generiere eben neuen Schlüssel. Bis wir alle der Prism-Überwachung entgehen können, müssen die Tools noch ein bisschen tougher werden. Ja, also unter KDE mit CleanVTH finde ich super gelöst. Kann man das, da wird auch von vornherein gefragt, was man davon... Aber da stand ja auch gesamter Schlüssel. Was ist denn, wenn ich sage Export Secret Certificate? Dann sieht der Dialog schon mal so ein bisschen komplizierter aus, immerhin. Ja, das gut. Macht man dann vielleicht nicht und bricht ab, wenn man nicht so viel darüber weiß, ja. Okay, wir haben auch mal wieder was dazugelernt, besonders ich. Ja, dann hoffe ich, es hat wieder mal Spaß gemacht, wieder was Neues über Altbekannte zu lernen. Eine Frage haben wir auch gleich stellen können. Oh, super. Und da haben wir auch wieder mal das Ende erreicht und wir haben auch ein erfreuliches Ende diesmal. Wir hatten noch diesen Wayland-Contest laufen und da drinnen mehr oder weniger versteckt waren, ist Wayland endlich... Jemand hat uns ein Osterei geschickt. Jemand hat uns tatsächlich was geschickt, wie ihr das hier gerade so sehen könnt. Und der glückliche Gewinner ist Java-Fan und der gewinnt diesen Gentoo-Button. Hm? Diese Zuse-CD... Die hinter unserem Das ist verschwört. Java fantastisch. Ja, das ist schon. Und das hatten wir auch versprochen. Wir legen noch einen drauf. Wir haben es tatsächlich gemacht. Wir wissen nicht, ob es das erste war. Aber es ist eins von den ersten drei. Ging das auf dem Stand schon oder ist das eins von den eingeordneten? Also das ist aus dem ersten Schwung, genau. Ja, genau. So. Sehr kleine Umfrage. Also, viel Spaß damit. Wir müssen natürlich dann noch rausfinden, wie wir es dir zukommen lassen. Wir melden uns per E-Mail bei dir. Das wirst du uns am besten nochmal schicken oder so, genau. Und dann idealerweise kommst du aus Berlin und wir können uns... Das ist für Faule, ja, genau. ...den Postweg nochmal sparen, weil das ist halt dann schon schwierig. Ach, das kann schon, das machen wir. Ja. Okay, wir haben natürlich dann auch noch Zuschauerfragen bekommen. Also es geht halt nicht nur in eine Richtung. Ne? Und zwar von Pippopeo, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, hat zwei Fragen an uns gestellt. Eine Frage, die so
mein Test, also nicht mein Test, sondern Minecraft betrifft und Raspberry Pi bzw. die stärkeren Alternativen BeagleBone. Mhm. Und er wollte halt fragen, ob man das clustern kann. War das mit dem, die erste Frage war das mit dem BeagleBone, oder? Mhm. Genau, ja. Ja, BeagleBone fragt uns nicht so viel nach Hardware. Also ich habe am Donnerstag, doch, da warst du ja auch da, das erste Mal so ein BeagleBone auf dem Tisch liegen sehen. Die haben, ja, die sind etwas stärker als Raspberry Pi. Ich denke nicht mal so viel. Ich glaube, die Hauptauszeichnung von denen ist, dass eine ganze Menge GPIO-Ports haben. Also diese General-IO-Ports, wo man Sachen dran anschließen kann. Die sind vielleicht besser gebaut, besser... Wenn ihr einen Roboter bauen wollt oder so, dann ist das BeagleBone vielleicht besser dazu geeignet als ein Raspberry. Ansonsten gibt es da auch jede Menge. Bei Arduino heißen sie Shields, beim BeagleBone heißen sie Coats oder sowas. Cloaks, glaube ich. Anyway, also es gibt da Sachen, die man draufstecken kann. Das ist vor allem das Wichtige beim BeagleBone. Weniger, dass der ein bisschen mehr Wurms hat als der Raspberry. Und was noch? Du möchtest Minecraft... Entschuldigung, mein Testserver möchtest du da doch natürlich laufen lassen. Wissen wir nicht. Eigentlich, ehrlich gesagt, ob man die clustern kann, ich glaube so out of the box nicht. Ja, also es ist wie mit vieler anderer Software, die muss natürlich dafür gemacht sein oder das muss sich irgendwie trennen lassen können, damit man es vertreiben kann. Wie Second Life dann mit meinem Test nachzubauen und jeder betreibt seinen eigenen Cluster. Ja, aber... Dann hattest du noch eine. Gibt es bisher noch nicht, also da fehlt noch Software für. Dann hattest du noch eine zweite Frage zu Ardour und LMMS. Das sind ehrlich gesagt zwei sehr unterschiedliche Programme. Also LMMS ist mehr so zum Arrangieren von Samples und Ardour war das eigentlich. Wolltest wissen, ob Ardour unter Windows läuft, ja. Genau, und dann. Jein. Also es werden keine Windows-Builds angeboten, es ist nicht populär unter Windows. Theoretisch von den Anforderungen her ist es möglicherweise, also Windows bietet POSIX-Funktionen an, der Jack-Server kann, glaube ich, auf Windows ausgeführt werden. Genau, das Setup dazu, was ich da gesehen habe, sah jetzt nicht so trivial aus. Könnte drin sein, aber ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gemacht hat. Und also wenn es geht, dann hast du damit sehr viel mehr Arbeit, als den Linux zu installieren. Genau, und dann musst du dir wahrscheinlich auch keine Gedanken, dann hast du eher einen leichteren Weg gefunden, deine Partition so zu verschieben, dass du genug Platz hast, um dir ein Linux zu installieren. Oder installier den Linux auch auf dem USB-Stick, auf SD-Karten, auf einer externen Festplatte. Das läuft auch von USB vernünftig. Insofern genau, ist glaube ich, einfach nicht die Idee dahinter. Ja. Ich hoffe, wir konnten dir zumindest so ein bisschen helfen. Vielleicht geht es ja auch nur darum, ein bisschen Mut zu machen, Linux einzusetzen. LMMS ist eigentlich manchmal interessant für eine Sendung. Macht so ein bisschen mehr MIDI-Kram, nicht? Müsste mal gucken, ob es auch wirklich das MIDI macht. Mhm. Ne? Also ich habe einen MIDI-Controller rumfliegen, aber ich habe kein MIDI-Gerät, was ich anschließen könnte, um das damit mal zu probieren. Ja, schön. Möglicherweise schön. Könnte man sich mal was ausleihen bis zur nächsten Sendung. Okay. Ganz, ganz schön, nochmal darauf gestoßen worden zu sein, aber... Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr noch mehr Fragen habt, die in die Richtung gehen, wir sind da immer wieder offen. Wir beantworten die gerne, wenn wir wie auch können. Ja, und dann hast so du gut, noch eine so Frage. Gut, wie wir können, ja. Ich habe schon wieder eine, das ist schon wieder eine von meinen Fragen. Da kriegen wir bestimmt wieder keine Antwort drauf. Ja. Hoffentlich, vielleicht vorher, bevor du sie selbst gelöst hast. Ich habe ein JavaScript geschrieben und man kann ja so Events abfangen in JavaScripten, wie wenn Steuerung C gedrückt wird, dass dann meine Exit-Routine aufgerufen wird, dass das sauber beendet. Irgendwo in dem JavaScript werden halt Benutzereingaben abgearbeitet. Wenn der Benutzer Steuerung D drückt, dann beendet das JavaScript auch. Steuerung D schließt die Standardeingabe. Aber in dem Fall wird meine Exit-Routine nicht aufgerufen. Das finde ich doof. Weiß da jemand, wie man sowas macht? Dass man dieses Steuerung D, das Signal abfängt, die Exit-Routinen dabei aufruft, irgendwie sowas. Das ist ein Problem, vor dem ich gerade stehe. Also beschäftigt euch, ich werde es auch tun. Und wenn ich was weiß, werde ich es euch verraten, aber vielleicht wisst ihr eher was. Und wofür brauchst du das genau? Was für ein Bash-Skript ist das? Machen wir in der nächsten Sendung. Okay, verraten wir jetzt auch nicht. Mhm. Okay, verstehe.
Ja, dann war es das eigentlich mehr oder weniger schon. Ich habe noch eine Ankündigung für die nächsten Genüs- oder Mikro-Episoden. Ich habe da schon eine mehr oder weniger schon fertig gerendert über Gentoo. Und ich brauche aber noch ein bisschen Vorlauf, damit, weil Gentoo braucht ein bisschen mehr Zeit. Und damit ich dann gleich zwei Episoden dann... Bis das kompiliert ist, ja. Ja. Also ich bin schon ein bisschen weiter. Ich muss das halt noch schneiden und das kostet alles Zeit. Und ja, ich hoffe... Ihr mögt diese Gentoo-Mikro-Episoden dann und ja. Bis zum nächsten Mal, euer André und. Dann bin ich Paul. Ja.